Hey, du bist allein, hast keine Freude für dich, das ist der Mann deines Lebens, dann werde ich im Schall nehmen, hier ist kein Platz für dich. Heute mal kein ordinäres Video, sondern ein Dings-Showcase, keine Ahnung, Emblem-Showcase wollte ich machen. So wollte ich einfach mal alle meine Embleme zeigen, hier ist erstmal das C-Emblem. Ich glaube, ich muss euch zeigen, wie das geht, weil das sowieso niemand machen wird. Niemand vielleicht so ein Final Fantasy Freak ist, aber ich meine trotzdem, man kann ja einfach mal die Embleme zeigen, so Emblem-Showcase-Video ist ja nicht schlecht. Habe ich hier noch so ein Emblem von meinem zweiten Account, wo einfach alles vollgebootet ist. Zack, 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 zack. Ich habe das jetzt hier offen auch von meinem ersten Account, weil mein zweiter Account heißt inzwischen Notizen und ich verwende den auch nur noch dafür. Ich schreibe den einfach an und dann kann ich immer auf den Chatverlauf schauen, was ich da so als Notizen gemacht habe. Hier so ein geiles Dorpy-Emblem. Diesen Schatten sieht das auch cool aus. Weil ich wollte da rechts eigentlich noch Haare anfügen, da habe ich gemerkt, dass da Dings fehlt und jetzt ist da einfach so ein Schatten ohne Haar. Aber egal. Das wird niemand merken, hä? Dann habe ich hier noch ein Fluffle-Puff-Emblem mit so einem süßen Schild, wo I Love You drauf steht. Das finde ich auch richtig nice gemacht und so, wie immer alle Ebenen verwendet. Also ist alles nach Tutorials, außer das hier, das habe ich selber gemacht, das mit dem Herz. Ups, Ether, nett. Den Rest habe ich nach Tutorials abgeschaut. Den Rainbow Dash-Emblem mit dem Sniper, das sieht auch richtig nice aus, finde ich. Habe ich hier noch ein Dings frei? Nee, habe ich nicht. Dann habe ich hier noch ein Fluttershy-Emblem mit richtig epischen Schatten. Habe ich auch alle Ebenen verwendet. Ah, zack, 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 zack. Sieht auch nice aus, oder? Dann habe ich hier noch ein Rarity-Emblem, wo man noch ein bisschen den Hinterkörper sieht und so. Was ich auch cool finde an diesem Emblem ist, dass die Haare halt so zwei Farben haben und du weißt, dass man von vorne und dass man von hinten sieht. Ich pushe jetzt nicht drum rum. Habe ich noch so ein Applejack-Emblem, das war nicht allzu schwer nachzumachen. Aber das Tutorial war scheiße lang, weil das ein schlechtes Tutorial war, aber ich finde es gut. Zu guter Letzt, nein, nicht zu guter Letzt, zweitletzt noch so ein Twilight-Emblem zu geschlossenen Augen, finde ich richtig nice anzusehen und so. Weil die Haare, die hier so runterhängen, das sieht so aus, als ob das irgendwie so ein kaputter Hals wäre, weil die Haare so schief sind. Warte mal. Nein, warte doch nicht. Und zu guter Letzt, jetzt noch zu guter Letzt so ein Pinkie Pie Emblem, wo die so traurig schaut. Das sieht auch nice aus, finde ich. Musik geht auf den Sack. Die geht nicht auf den Sack. Ja, aber die ist doch nicht copyrighted, aber ist Drittanbieter. Oh, ist gerade Musik. Jetzt schalte ich schon wieder ewig Musik rum. Obwohl das Video ja eigentlich fertig ist. Ace Combat Musik. Oh yeah, groovy. Und was ich noch sagen wollte, falls ihr auch eins von diesen Emblemen haben wollt, weil die wurden mehrfach nachgefragt, ja, wie machst du diese Embleme, bla bla bla. Also es ist mehrfach nachgefragt. Mich hat ein Kumpel gefragt und der hat nicht mal Black Ops 2. Aber falls es jemand wissen will, dann kann ich ja die Tutorials verlinken, weil die ziemlich nice aussehen alle. Und ja, ich wünsche euch ansonsten noch einen wunderschönen Tag. Wenn euch das Video gefallen hat, dann wäre es Anonymous, ach so. Dann zeigt es auch euren Freunden, wenn es eure Freunde nicht mögen. Dann sucht euch neue Freunde. Bye. Peace out.